Ja. Mit etwas Verzögerung gehen wir jetzt zum nächsten Vortrag. Das Interessante ist, dass wir jetzt gerade eine mehrfache Chance haben, das Thema selbst in Selbstorganisation jetzt auch gleich noch einmal zu praktizieren, weil es geht ja um Imagination. Da war gedacht als eine Hilfe, dass wir jetzt einige PowerPoint-Präsentationsbilder von Bernd Schmidt, den ich jetzt gleich auch noch ansage, hier auf die Leinwand projizieren. Wie Sie sehen, praktiziert der Laptop aber jetzt gerade etwas Ambivalenzen. Und von daher haben wir uns jetzt entschlossen, ihn lieber darin zu respektieren und ihn zu entlasten durch einen anderen Laptop. Das dauert aber ein bisschen. Das bietet uns natürlich jetzt allen die Chance, alle die PowerPoint-Präsentationen, die der Bernd sonst jetzt schon präsentieren würde, vollkommen selbstorganisiert, autonom, wie wir gehört haben beim Herrn Kuhl, ist das ja wichtig, zu imaginieren. Da können Sie sogar Ihre eigenen Farben reinprojizieren, gerade wie Sie wollen, um dann umso intensiver sich einzustimmen auf die inhaltlich so wertvollen Sachen, die der Bernd jetzt hier zu sagen hat. Parallel wird dann, wir haben ja auch von Parallelprozessen gehört, nachher noch dieser Laptop, werden wir versuchen, den anzuschließen, was noch umso mehr dann unterstützen kann, so im Sinne des Figur-Hintergrundsphänomens, dass Sie sich dann ganz auf den Bernd konzentrieren, während hier so im Nebensatz dann ein bisschen was läuft halt. Ne, so. Ich freue mich sehr, Bernd Schmidt jetzt Ihnen hier ankündigen zu können. Bernd Schmidt ist ein sehr enger und sehr, sehr wichtiger Freund für mich. Nicht nur er, seine ganze Familie, aber gerade auch er. Das Witzige ist, wir haben uns kennengelernt, obwohl wir beide in Heidelberg lebten, hier uns aber nicht kennenlernten, über das Dreieck Phoenix-Heidelberg-Phoenix oder Heidelberg-Phoenix-Heidelberg. Ich war nämlich mal bei Milton Erickson und kurz darauf der Bernd bei Milton Erickson. Und dann hat mir der Milton Erickson mal geschrieben, ich sollte mich doch mal mit dem da treffen. So. Und umgekehrt wohl hat er das auch so gesagt. Und irgendwie haben wir uns dann in Heidelberg getroffen, vermittelt durch Milton Erickson. Das war 1979. Und seitdem sind wir befreundet. Das ist eine ganz besonders wertvolle und für mich in jeder Hinsicht sehr berührende Freundschaft. Nicht nur auf dieser emotionalen und freundschaftlichen Ebene ist aber wertvoll. Bernd Schmidt ist der Leiter des Instituts für systemische Beratung in Wiesloch und sicherlich aus meiner Sicht mit der verdienstvollste Pionier in der Transaktionsanalyse. Bernd ist Lehrtrainer, Lehrtherapeut und so weiter, ich weiß gar nicht, wie das bei euch so heißt, in der Transaktionsanalyse, hat aber mit als die entscheidende Persönlichkeit systemische Konzepte mit der Transaktionsanalyse integriert. Und seit vielen Jahren ist das Institut für systemische Beratung in Wiesloch, ja, ich würde schon sagen, mit das führende Weiterbildungsinstitut im deutschsprachigen Raum im Bereich Anwendungsmöglichkeiten für Organisationen von Transaktionsanalyse, systemischen Konzepte, integrativen Konzepten dieser Art und so weiter. Das hat eine sehr, sehr einflussreiche Wirkung in der Zwischenzeit. Bernd ist auch einer der Mitbegründer des Deutschen Bundesverbands Coachings und da im Präsidium, oder bist du jetzt eigentlich schon Präsident? Vorsitzender des Präsidiums. Vorsitzender des Präsidiums des Deutschen Bundesverbands Coachings. Sie sehen ja, ich kann das eher nur mit so viel Ehrfurcht dann immer sagen, weil ich bin bloß ein einfaches Gründungsmitglied vom DBVC. Aber der Bernd hat sehr, sehr wertvolle Beiträge auch in dieser Hinsicht geleistet. Also nicht nur für die direkte Weiterbildung, sondern auch für Kulturbildung in diesen Bereichen. Und ein zentrales Thema seit vielen Jahren, wo wir uns auch privat schon viel darüber unterhalten und ausgetauscht haben, ist eben die Arbeit mit Bildern, mit imaginativen Prozessen integriert in die Arbeit, die er sonst so macht, und Arbeit mit Traumbildern und so weiter. Und dazu werden wir jetzt sicherlich einen sehr interessanten Beitrag hören, Bernd. Und während es so läuft, können wir vielleicht dann noch so parallel. Vielen Dank, Gunther. Ich habe jetzt in den Ferien das neue Buch vom Sloterdijk gelesen, Zeilen und Tage. Und dort zitierte er eine ähnliche Situation, woraufhin der Referent sagt, möge Gott ihm verzeihen, dass er so übertreibt, und mir, dass es mir gefällt. Ja, ich komme jetzt erstmal ohne PowerPoint aus, wenn es sein muss, auch die ganze Zeit.
war jetzt gerade in Brasilien, habe dort einen alten Lehrer wieder getroffen, Bill Holloway, der lebt in Sao Paulo heute. Bei dem habe ich 1976 die Arbeit mit geleiteten Fantasien kennengelernt und ich hatte die große Freude, ihn wieder zu treffen und meine Dankbarkeit auszudrücken. Ich habe nämlich damals, und das war dieses Sofortwissen, habe ich gewusst, diese Art von Methodik werde ich mein Berufsleben lang beibehalten und das habe ich auch gemacht. Und ich habe mich schon viel beschäftigt mit geleiteten Fantasien, als Erikson-Schüler ganz klar mit Storytelling. Ich habe auch auf Vorläufer dieser Tagung schon vorgestellt, wie man mit sinnstiftenden Hintergrundbildern arbeiten kann, auch im Organisationsbereich. Und sehr vieles, sehr cool. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar für Ihren Vortrag. Es war eine große Freude für mich. Wundervolle Beschreibungen, Begründungen, viele Sprachefiguren, die jetzt auch wiederkommen werden, die eigentlich zu dem passt, was ich mehr als Praktiker für mich formuliert habe. Die Arbeit mit den sinnstiftenden Hintergrundbildern ist insofern interessant, als dass wir als Psychotherapeuten ja immer irgendwie gedacht haben, Dinge sind sehr verborgen oder tiefgründig unbewusst. Und meist liegt es daran, dass wir nicht sinnvoll nach ihnen fragen und dass wir keine Kommunikationsatmosphäre, keine Kultur entstehen lassen, in denen die Menschen einfach ihre Aufmerksamkeit auf diese Bilder, auf die Narrative, auf die Symboliken, die im Hintergrund ihres heutigen Seins und ihres beruflichen Handelns wirken, dass sie die Aufmerksamkeit einfach nicht drauf richten. Und es gibt sehr viele methodische Figuren, die ich speziell auch im Organisationsbereich für die Klärung von Sinnfindung im Beruf, in beruflichen Situationen entwickelt haben, die alle zugänglich sind. Das wird heute nicht mein Thema sein. Wenn Sie auf unsere Website gehen, wir haben dort einen großen Downloadbereich und es ist alles kostenlos. Es gibt Schriften, Übungen, Audios, Demonstrationen. Wir freuen uns, wenn Menschen das irgendwie adoptieren und für ihre Zwecke weiterverwenden. Dieses Mal auch, weil ja dieses Jahr Andrea Günther habe ich habe gar nicht gewusst, dass Andrea meine Co-Autorin mit dem Buch Systemische Traumarbeit da ist. Dieses Jahr ist neu rausgekommen, die Systemische Traumarbeit, und hat damit für mich einen vorläufigen Endpunkt gesetzt einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit Träumen. Und dann habe ich gedacht, dann werde ich dieses Mal ein bisschen für das Arbeiten mit Träumen werben. Ich habe den Eindruck, dass der Umgang mit Träumen ein bisschen aus der Mode gekommen ist, was vielleicht damit zu tun hat, dass Arbeiten mit Träumen so mit dem Nimbus umgeben worden ist, unbewusst, da werden Kräfte geweckt, die man nicht kennt, das muss man können, da können Sachen aufpoppen, die dann vielleicht schwierig sind und Ähnliches. Ich habe diesen Zugang zu dem Umgang mit Träumen nie geteilt und wir arbeiten sehr freimütig in vielen Bereichen damit. Und ich möchte jetzt einfach ein Stück dafür werben und auch aufzeigen, wie das in jedem beruflichen und privaten Kontext eigentlich bei Beachtung einiger Vernunftregeln problemlos geschehen kann. Ja, zunächst möchte ich Sie selbst ein bisschen an sich erinnern. Jeder oder jede hat vermutlich eine eigene Geschichte mit Träumen. Und ich lade Sie ein, für einen kleinen Moment sich darauf einzulassen, ob sich Bilder einstellen von eigenen Träumen, von Ihrer Geschichte, wann Träume in Ihre Aufmerksamkeit getreten sind, ob Sie da für Sie eine irritierende oder eine tröstende, eine hilfreiche, eine anregende Rolle gespielt haben. Auch sehr viele Menschen nehmen ja das Träumen, insbesondere wenn Träume heftige Reaktionen, Resonanzen wecken, zum Anlass, mit anderen Menschen zu sprechen. Vielleicht erinnern Sie sich auch an das Sprechen,
über Träume, das Dialoghalten rund um Träume. Oh, wir haben auch wieder Bild. Und vielleicht können Sie das mal anspüren, was für ein Verhältnis haben Sie zu dieser anderen Welt, zu dieser Welt, aus denen diese Bilder kommen, zu den Instanzen, die diese Inszenierungen machen und Ihnen anbieten, im Laufe dieser Zeiten gefunden. Vielleicht, je nachdem, in welchem beruflichen Feld Sie sind, haben Sie auch mit Träumen Erfahrungen im beruflichen Zusammenhang. Sei es, dass Sie sich irgendwie eingestellt haben und Gespräche drauf kamen, sei es, dass Sie vielleicht sehr bewusst sogar gelernt haben, mit Träumen zu arbeiten. Das wäre dann eine zweite Schiene. Und welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Wie würden Sie Ihr, gibt es vielleicht ein Bild dafür, dass für Ihr heutiges Verhältnis zu Träumen im Beruf steht? Vielleicht haben Sie auch eine eigene Fachkompetenz erworben. Wie steht die im Verhältnis zu Ihrem ganz privaten Träumen und Umgang mit Träumen? Ich bin auch ein Fan davon zu sagen, keine Schulendogmatik sollte Bedeutung kriegen, die dem gesunden Menschenverstand bei einiger Hinterfragung nicht irgendwie Sinn macht. So passt Ihr privat kulturell gewachsenes Verhältnis zu Träumen, zu dem, was Sie als Fachfrau, als Fachmann über Träume gelernt haben. Wir haben jetzt nicht die Zeit, dass ich Sie nach Ihren inneren Bildern, die wach geworden sind, frage. Aber was ich hoffe, ist im Sinne dessen, was wir vorher auch erfahren haben, dass dadurch Ihre Modi, sich mit dieser narrativen Welt in Kontakt zu bringen, wach geworden sind und ein gutes Wechselspiel mit mehr methodischen Erklärungen, die auch jetzt kommen, kombinieren können. Ich möchte Ihnen als erstes aus unserem Buch ein Traumbeispiel erzählen von einem Traum, den ich selbst geträumt habe. Da war ich ein junger Mann, war frisch, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und in Psychologie promoviert und frisch diese erfahrungsorientierten Methoden entwickelt, bin aber unglaublich technokratisch an die Sache dran gegangen. Ich wollte das alles technisch beherrschen lernen. Ich merkte irgendwie, da gibt es ganze Welten, die können mich ergänzen, in dem, wie ich bisher sozialisiert wurde. Aber ich habe es natürlich mit den Sozialisationsmitteln, die ich kannte, versucht, mich dieser Welt anzunähern. Da war auch vieles gut dran, aber es war einseitig. Und eines Tages wachte ich berührt aus folgendem Traum auf. Da ist im Garten hinter meinem Elternhaus wieder dieser Bunker. Den gab es tatsächlich, Luftschutzbunker vom letzten Weltkrieg. Dort liegt eine bewusstlose Frau wie in Frankensteins Labor. Voll verdrahtet, durch Apparate gesteuert. Schrilles Piepen, ich bin auch da und mache mich voller Angst mit den Worten "I fear I kill" an der Apparatur zu schaffen. Das System reagiert chaotisch, nicht mehr beherrschbar. In meiner Angst reiße ich mit bloßen Händen alles Technische weg. Nach einem endlos erscheinenden Moment holt diese Frau tief Luft. Ihren warmen Atem
spüre ich noch heute an meiner Wange. Ich habe diesen Traum ausgewählt zu erzählen, weil ich glaube, er braucht nicht gedeutet werden. Es ist ganz gut zu verstehen, worum es sich da handelt. Interessant daran ist, dass ich 2 Tage brauchte, um meine selbstverständliche Übersetzung, ich hätte I fear I die, in Frage zu stellen. Es heißt ja nicht I fear I die, sondern da ist ja auch drin I fear I kill und dann noch I fear I skill. Das war eine mich völlig verblüffende poetische Verdichtung. Und ich habe nun gar nicht das Selbstverständnis gehabt, dass ich poesiebegabt wäre. Ich habe in Deutsch leider immer eine 5 gehabt. Und auch mein Literaturkonsum hat sich also eher im bildungsfernen Segment abgespielt. Sodass ich also von mir gar nicht die Vorstellung hatte, es ist Poesie in mir. Und dieser Traum hat also nicht nur Seiten in mir geweckt, mit denen ich dringend Kontakt aufnehmen musste, sondern hat mir auch klar gemacht, durch die Sprache dieses Traums, dass in mir eine Poesie, ein poetisches Potenzial steckt, mit dem ich nicht gerechnet habe und von dem ich auch nicht sagen würde, es ist durch meine Sozialisation anerzogen worden. Also da gibt es vielleicht auch so etwas, was ein kollektives Kulturwissen, das in einem drin ist und das wach werden kann und mit dem man Dialog halten kann, drin. Also schon, und es wird Intuition wach, also all das, was vorher so schön beschrieben wurde, was nicht iterativ, folgerichtig alles analytisch aufzählt, sondern aus ganz vielen Sphären Dinge zusammenholt, um ein sofortiges Verstehen und ein sofortiges Handeln können zu organisieren. Ja, und seither habe ich über viele Jahre diese Bilderwelt in mir entdeckt und Dialog mit Träumen gehalten. Später bin ich dann ja aus dem psychotherapeutischen Bereich in den Bereich der Organisation gegangen, Fachleute im Organisationsbereich zu schulen, zu supervidieren und auch in eigenen Projekten in Organisationen diese poetischen Methodiken zu nutzen. Und es geht weit besser, als man vorher fürchtet, dass es gehen würde. Also nochmal allgemein gesprochen, ich bin noch gar nicht bei der systemischen Variante von Träumen, sondern überhaupt beim Kontakt mit Träumen. Sie leisten also eine alltägliche und gewohnheitsmäßige Wirklichkeitsbetrachtung anzureichern. Also auch, wenn man nicht unbedingt glaubt, besondere Weisheit in den Träumen finden zu können, allein mit ihnen umzugehen, verändert Ich-Funktion, weckt eine gewisse Dialogbereitschaft. Und ich glaube fest daran, dass in uns sinnstiftende und schöpferische Instanzen sind, die einbezogen werden wollen in unsere Ich-Organisation und in unser berufliches Handeln. Und es lohnt sich, mit ihnen aktiv Dialog zu halten. Träume, Dialog über Träume, sind eine gute Gelegenheit, sich in diesem Dialog zu üben. Und wann immer man nicht versucht, Träume einfach nur in irgendwelche analytischen Schemata zu pressen, sondern mit den Träumen wieder in Metaphern, in Intuitionen, die in einem aufwachen, in Bildern, auf diese Träume zu antworten, dann nutzen wir das, um uns erzählerische und symbolische Darstellungen und Sprache zu eigen zu machen. Und das hat an sich einen relativ großen Wert, unabhängig von der Qualität des geläuterten Niveaus, mit dem man das im Moment auch tun kann. Die Menschen haben sich immer schon mit den Träumen ins Benehmen gesetzt. Wir alle haben das Bedürfnis, uns größeren Kräften und höheren Weisheiten irgendwie anvertraut zu wissen.
und hoffen, dass sie uns etwas an Weisung geben können und suchen deswegen Spiegelung in den Erzählungen der Träume. Und wir als Psychotherapeuten, als Lehrer können auch diese Spiegelung, die sich in den Träumen zeigen, nutzen, um eine Idee darüber zu kriegen, ob wir mit unseren Klienten, mit dem, was uns eingefallen ist, einfach mal so zu tun, ob wir damit auf einem guten Weg sind. Ich bin ja ein großer Vertreter des experimentellen Ansatzes, dass man wagt, Intuitionen sich einfach so bilden, mit denen zu arbeiten. Aber es braucht natürlich eine gewisse Kontrolle über eine möglicherweise nur angepasste Reaktion des Klienten hinaus. Und die finde ich zum Beispiel sehr oft, indem ich mir ja nachfolgende Träume erzählen lasse und wir zusammen schauen, ob die Träume etwas darüber erzählen, ob wir auf einem guten Weg sind. Und dazu möchte ich Ihnen auch wieder ein Beispiel auch aus dem Buch. Ah nee, das ist nicht aus dem Buch. Ein Beispiel aus einem früheren Aufsatz, ich weiß gerade gar nicht sicher, ob ich den überhaupt im Buch drin habe, erzählen, das ist aus dem Jahr 1989, Sie sehen, es hat also eine lange Geschichte. Damals habe ich mich auch viel mit dem Thema männliche Orientierung und weibliche Orientierung beschäftigt, aber eben jenseits dieser üblichen Sozialrollendiskussion. Es gibt in der jungianischen Tradition, ich bin, was Träume betrifft, sehr der Tradition von C.G. Jung und in den heutigen Versionen speziell Verena Kast verbunden. Dort gab es auch eine von Peter Schellenbaum eine sehr gute Konzepte, damals schon zum Thema Geschlechtsidentität, Homosexualität, die damals schon weit moderner waren als die anderen Konzepte. Und auch das möchte ich Ihnen jetzt einfach mal schildern, dass Sie auch in Erzählungen nachvollziehen können. Es handelt sich um eine Frau, eine Psychotherapie-Ausbildungskandidatin im dritten Jahr, also schon recht fortgeschritten, circa 30 Jahre alt. Und die hat sich selbst sehr häufig kritisch und emanzipiert verhalten. Der erste Traum trat auf, nachdem ich mich mit ihr darüber auseinandergesetzt hatte, dass sie in der Ausbildung viele Dinge lernen will. Ich aber den Eindruck habe, dass sie das, was ich zu geben habe, nicht wirklich aufnimmt, sondern sich mit allem auf eine kämpferische Weise auseinanderzusetzen versucht. Das mochte sie gar nicht, passte auch gar nicht zu diesem emanzipatorischen Selbstverständnis. Wir hatten aber so eine gute Basis, dass sie mit einem durchaus verdächtigen Traum am nächsten Morgen kam und diesen mir und auch der ganzen Ausbildungsgruppe erzählte. Sie träumt. Ich fahre mit meinem Auto und merke, dass das Benzin zu Ende geht. Ich fahre an den Selbstbedienungsbereich einer Tankstelle und steige aus dem Auto aus. Als ich mich der Zapfsäule nähere, um mein Auto zu betanken, stelle ich fest, dass in der Zapfsäule, dort, wo normalerweise die Zapfpistole hängt, ein Einfüllstutzen angebracht ist. Verwundert drehe ich mich um und sehe an meinem Auto dort, wo normalerweise der Einfüllstutzen ist, die Zapfpistole herausragen. Ich bin ziemlich irritiert und merke, dass ich auf diese Weise nicht tanken kann. Dieser Traum hat mir gesagt, dass es also nicht nur mein mangelnder Respekt für Emanzipation ist, sondern dass es durchaus auf einer Ebene einen Dialog mit seelischer Bebilderung unseres Beziehungsverhältnisses von der anderen Seite gibt. Wir haben sicher noch ein ganzes Jahr in verschiedener Weise beiläufig mit diesem Thema gerungen, während der sonstigen Ausbildung. Und ich möchte Ihnen nun den Abschlusstraum dieser Auseinandersetzung auch nochmal
vorlesen, auch unter dem Thema Poesie. Denn diese Frau hatte auch keine einschlägige Ausbildung, hat sich selbst ganz als aufgeklärt Frankfurter Schule verstanden und war von ihrer Ich-Verständnis her nun gar nicht in Symbolik und Poesie unterwegs. Ihr Traum zum Schluss. Ich betrete ein geräumiges Wohnhaus. Ich weiß, dass ich hier wohne. Ich steige die Treppe hinauf zum ersten Stock. Dort geht vom Flur nach rechts ab eine Tür, durch die ich ein großes mit gewichtigen Möbeln und einer Bibliothek ausgestattetes Herrenzimmer blicke. Die Tür nach links führt in ein kleineres, aber helleres mit weichen Stoffen und zarten Farben ausgestattetes Zimmer, das für eine Frau eingerichtet ist. Ich bleibe einen Moment zögernd stehend und verspüre den vertrauten Impuls, das große Zimmer für mich in Anspruch zu nehmen. Dann fühle ich mich aber doch zu dem anderen Zimmer mehr hingezogen und betrete dieses. Als ich mich im Zimmer umdrehe, sehe ich im Türrahmen des mir gegenüberliegenden Herrenzimmers einen jüngeren Mann stehen, den ich auf Anhieb sympathisch finde. Er lädt mich zu einem Tee ein und ich nehme diese Einladung gerne an. Wir sitzen dort in seinem Zimmer, trinken Tee und führen gute Gespräche. Ich bin froh, dass er hier wohnt. Dann gehe ich zurück in mein Zimmer und finde dort eine Katze auf dem Teppichboden liegen. Sie hat sich zu einem Ring zusammengerollt. Und ich lege mich ebenfalls auf den Teppichboden und bilde einen Ring um sie. Als ich dies tue, betritt eine ältere mütterliche Frau den Raum und legt sich ebenfalls um uns. Ich fühle mich geborgen wie nie zuvor in meinem Leben. Auch nach 3 Jahrzehnten mittlerweile ein Traum, der in mir immer noch Poesie und Freude weckt. Natürlich ist das idealistisch und wenn Sie mit Träumen arbeiten, wird das nicht immer so wunderbar sich fügen, aber man wird ja träumen dürfen. Gunnar Schmidt hat ja immer gesagt, man muss wissen, wo der Stern ist und sich dann zu Fuß auf den Weg machen, wissen, dass man den nicht erreicht und mit zweitbesten Lösungen gut leben lernen. So, also auch um einen solchen Traum zu verstehen, ich gehe jetzt nicht auf die Symboldeutung der jüngsten Psychologie ein, obwohl dieser Traum ganz reich davon ist. Ich glaube, vieles davon verstehen Sie völlig unabhängig davon, ob Sie eine entsprechende Schulung haben oder nicht sofort, sondern man würde also mit diesem Traum und für die Selbsterfahrung und für die Beschreibung einer Individuation, also eines Entwicklungswegs mit dem Traumdeute-Repertoire der jüngsten Psychologie vollkommen hinkommen. Dazu braucht man nicht systemisch oder andersrum gesagt, ich glaube, dass vieles an der jüngsten Psychologie von jeher systemisch angelegt war. Das hatte damals diesen Namen einfach noch nicht. Ich will 2 besondere Fokusbildungen der jüngsten Psychologie hervorheben, die mir immer sehr wichtig waren, neben vielen, vielen anderen, aber nur diese beiden erstmal, nämlich die Unterscheidung zwischen einer subjektstufigen und einer objektstufigen Deutung. Für viele Menschen ist die subjektstufige Deutung überraschend und neu. Objektstufig heißt, die Dinge im Traum sind Objekte, denen ich gegenübertrete. Also wenn ich im Traum auftrete, bin ich das und die anderen Dinge im Traum sind die Welt, in dem Fall eben Innenwelt. Das kann eine gute Art sein, drauf zu schauen. Ich kann mich fragen, wie beziehe ich mich zum Beispiel auf die Inanspruchnahme von Zimmern draußen? Wir könnten jetzt in diesem Traum herstellen, angenommen, das hat einen Bezug zu dem, wo du dein Büro gewählt hast, welche Rollen du gewählt hast in deinem Team und, und. Spiegelt dieser Traum, diese Objekte, Zimmer,
Mann gegenüber. Und diese Sachen spiegeln die Objekte in deiner heutigen Außenwelt. Und gibt es da Parallelen in deiner Erfahrung und in deiner Umgangsweise damit? Das ist die objektstufige Deutung. Die subjektstufige Deutung sagt, das ist mein Traum. Das ist wie eine Projektion. Also alles, was dort in mir inszeniert, muss in meiner Seele sein, sonst könnte es da nicht inszeniert werden. Und da kommen wir dann zu Konzepten wie, dieses Haus bin ich. Es steht für eine Organisation meiner Persönlichkeit. Da gibt es solche Zimmer und solche Zimmer. Da gibt es Animus und Anima, sind Begriffe, die ja heute allgemein gut geworden sind, also männliche Seelenperspektive und weibliche Seelenperspektive und wie interagiere ich mit denen. Also alles im Traum bin auch ich und indem ich mich beziehe auf die Dinge, die im Traum nicht ins Ich sind, erweitere ich mein Ich und integriere etwas, was ich zwar in mir ist, man würde es selbst, wäre wahrscheinlich der richtige Begriff, auch in der jüngsten Psychologie, und ich setze mich mit Aspekten meines Selbst, die nicht der Gewohnheit entsprechen, als die ich mich zu verstehen gelernt habe, um etwas zu integrieren. In der jüngsten Psychologie nennt man das dann Schattenintegration. Insofern habe ich die jüngste Psychologie immer als eine Integrationspsychologie verstanden. Also Ganzheitlichkeit im Sinne von Ergänzung und das, was in mir, in meiner Welt, in meinem Erleben sich zeigt, das ist auch wichtig, dass ich mich darauf beziehe und erkenne, dass es ein Teil meines Kosmos ist, auch wenn es als Welt draußen dargestellt wird. Und insofern bin ich auch meine Welt, beziehungsweise natürlich meine Aufmerksamkeit auf die Welt. Und das zeigt sich ja zum Beispiel in diesen Geschichtenmethoden, die Art von Geschichten, die erzählt werden, erzählen etwas davon, wie ich gebaut bin, sonst würde ich nicht diesen Blick auf diese Geschichten werfen. Und nach dem ähnlichen Prinzip arbeiten die, ja auch diese Methode, die ich vorher erwähnt habe, mit den sinnstiftenden Hintergrundbildern. Der andere Punkt, das ist unter fünftens, den ich aus der jüngsten Psychologie kurz erwähnen möchte, ist, dass sich Üben in persönlichen und kulturellen Bedeutungen finden. Als jüngerer Psychologe war ich ja ganz drauf aus, dass ich immer in der eigenen Biografie einen Vorläufer finden muss zu dem, was mich heute beschäftigt. Und damals, und die jüngste Psychologie hat halt gesagt, ja, es kann sein, dass es einen Bedeutungshintergrund in deiner persönlichen Biografie gibt, dann wäre es gut, wenn wir die über Bilder finden, weil wenn da Rom vorkommt im Traum, kann es damit zu tun sein, dass es die erste Reise, die du selbstständig gemacht hast, in eine andere Stadt, Rom gewesen sein soll. Aber es kann auch sein, dass Rom eine wichtige Rolle in deinem Traum spielt und du warst noch nie in Rom. Dann bemüht man das, was in der jüngsten Psychologie Amplifikation genannt wird. Man fragt sich, was ist Rom für ein Ding? Das heißt, wir befragen die kulturellen Bedeutungen von Welt. Und dann Rom, Hauptstadt eines Imperiums für die einen und so weiter. Und dann sagt, okay, und wenn wir so verstehen, dass Rom in deinem Traum eine Rolle spielt, wovon könnte das erzählen? Könnten da zum Beispiel drauf kommen, dass in der jüngsten Psychologie die große Stadt eben ein Selbstsymbol ist, mit der ganzen Diversität, die da eine Rolle spielt. Und wenn etwas in Rom spielt, hat das etwas damit zu tun, dass es sozusagen in der Hauptstadt meines seelischen Imperiums spielt und gibt insofern dem Ort, an dem das Geschehen stattfindet, eine besondere Bedeutung. Also wir lernen, Kultur zu fragen nach ihren Sinnfiguren bis hin zu dem, was man dann archetypische Betrachtungen nennt. Also was ist ein Feuer, welche Arten von Feuer gibt es, brennt, vernichtendes Feuer, Feuer im Ofen und so weiter. Es hat mir geholfen, dass in mir, vielleicht in der Epigenetik würde man heute vermuten, abgelagerte Kulturwissen der mir vorangegangenen Generationen
zu befragen, um nicht in Geschichtsbüchern blättern zu müssen, sondern in der in mir abgespeicherten Bedeutungserfahrung von Welt- und Kulturelementen zu stöbern und schafft damit einen Bildungszugang für jeden Menschen, auch wenn das Internet gerade nicht tut. Und von daher ist die Auseinandersetzung mit den kulturellen Bedeutungen der Bilder, die in mir aufsteigen, eben auch eine ungeheuer allgemeinbildende Maßnahme. Bis dato hatten wir eigentlich immer auf den Traum und den Träumer geschaut und durch die systemische Betrachtung, indem wir immer ein paar Schritte zurücktreten und sagen, haben wir es denn überhaupt mit dem Traum zu tun oder nur mit dem Träumer? Und es begannen sich die Perspektiven zu erweitern, was die ersten herauslösenden Betrachtungen nicht unnötig machte. Und eine der Erweiterungen, die mir ganz wichtig war, war zu verstehen, dass Menschen überhaupt erzählende Wesen sind in allem, was sie tun. Und dass Menschen, egal in welchem Kontext, in welcher Rolle sie unterwegs sind, immer nach Resonanz suchen für ihr Sein und für ihr Streben. Das hatte zum Beispiel für mich Folgen für den Begriff der Empathie. Früher, Rogers, Schulung und diese Sachen, habe ich Empathie immer verstanden als auch fühlen können, was an Gefühlen da ist, was an Erfahrungen da ist. Und über die Auseinandersetzung mit dem Jungschen Konzept der Intuition des Möglichen ist mir klar geworden, dass Empathie auch das Ahnen können, wohin jemand strebt, das Hören können, wohin sich jemanden entwickeln und vervollständigen möchte. Und ich bin jetzt natürlich selbst ein ahnungsstarker Mensch in dieser Jungschen Typologie, habe dann natürlich mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass die Bindung der Menschen an mich sehr viel damit zu tun hat, dass ich die Erzählung, was sie werden wollen, dass etwas, was mir Bilder auslöst, wohin diese Menschen sich entwickeln wollen, viel relevanter ist für die Vertrauensbeziehung, die sie zu mir haben als Therapeut, als wenn ich nun, worin ich nicht besonders stark war, ihre aktuelle Gefühlslage nun besonders gut verstehen oder sprachlich wiedergeben könnte. Ein bisschen muss man natürlich schon, sonst fühlt sich derjenige nicht abgeholt, aber jeder Mensch ist elektrisiert, wenn ein anderer in mir etwas sieht, wo ich sofort weiß, da ist was dran, aber ich bin selber so nicht drauf gekommen. Und dann entsteht eine möglichkeitsorientierte, eine individuationsorientierte Dialogbeziehung. Und wenn ich, sei es ganz privat persönlich, aber auch in der Unternehmensberatung, wenn ich einem Unternehmer eine Idee vermitteln kann, wie er sich und sein Unternehmen entwickeln kann, von dem er weiß, das stimmt, das passt zur Seele des Unternehmens und wir sind nicht drauf gekommen, dann habe ich ein ganz anderes Standing, als wenn ich ihm Analysedaten für sein Unternehmen liefern könnte, auch wenn er die vorher so klar nicht vor Augen hatte. Also es spielt einfach eine sehr große Rolle und hat meine Orientierung, was mir wichtig ist in der Kontaktgestaltung mit Kunden aller Art, verändert. Deswegen habe ich auch nicht nur Arbeiten mit Träumen, sondern auch alle anderen narrativen Verfahren auch in Weiterbildungsgruppen für den Organisationsbereich verwendet, auch in Organisationsentwicklungen verwendet. Habe speziell von mehr traditionellen Psychologen dann oft Schimpfe gekriegt, wie könnte ich mit dem Unbewussten und mit dem Allem so unvorsichtig umgehen und das könnte ein Ethical Issue werden und so weiter. Auch, dass ich geleitete Fantasien mit 500 Leuten gemacht habe. Mir ist da noch nie irgendetwas passiert, von dem ich das Gefühl hätte, es sollte mir solche Verbotsschilder aufstellen. Ich halte das eher für in Professionskulturen angelernte Reflexe, für die ich nicht sehr viel Plausibilität habe. Deswegen habe ich mich, auch weil ich in mir selbst festgestellt habe,
was für eine Poesie und was für eine Verstehenskraft in mir ist, auch wenn ich nicht geschult bin, gesagt, diese Sprache muss sich jeder zu eigen machen, darf sich jeder zu eigen machen, auch wenn er formell völlig ungebildet ist auf diesem Gebiet. Und ich habe das immer genannt, die Evangelisierung der Traumkultur. Wir brauchen also keine Priester, die uns den Zugang zur Heilsphäre vermitteln, sondern das steckt in uns allen, wie das gesamte kulturelle Wissen, das für uns relevant ist, zumindest das, wofür wir uns interessieren können, auch irgendwo in uns steckt. Und es ist sehr wichtig, dass wir unbefangen und spontan dialogisch damit umgehen und dass eine Kultur geschaffen wird, in der das willkommen ist und mit der nötigen Verantwortung auch gehandhabt wird. Das klingt so, als würde damit der Beliebigkeit Raum gegeben. Und das wäre nicht gut, weil natürlich dort, wo alles völlig freigegeben wird, ist ja auch jeder Dogmatismus, jeder Fundamentalismus, dem wird auch Raum gegeben. Und deswegen, und es entsteht, wenn jemand genügend starkes Kraftfeld aufbauen kann, sofort eine Plausibilität, in die ganz viele Menschen eintreten, auch wenn es nicht die einzige und nicht die beste Plausibilität ist. Das Gehirn, wie wir heute wissen, ist eine mega Meaning-Making-Maschine, die in Bruchteilen von Sekunden eine Story, und zwar eine aufeinander abgestimmte gemeinsame Story erzählen kann, bis hin in psychosomatische Reaktionen, wenn Sie Systemaufstellungen gemacht haben und Ähnlichem, das geschieht. Und deswegen kann natürlich auch passieren, dass das Weltbild und die Sichtweise der jeweiligen Schule den Klienten angetragen, denen hilft in kürzester Weise eine dazu passende komplementäre Erzählung mitzuliefern, die für alle dann Realitätscharakter annimmt. Und trotzdem ist es nur eine der vielen möglichen Storys. Und wir brauchen dringend eine Kultur von einer Metaperspektive herauszufinden, ist das im Moment überhaupt die richtige Art von Story, die wir zusammen erzählen? Welchen Zukünften dient das eigentlich? Wer spielt eigentlich welche Rolle darin? Das heißt, wir brauchen dann doch eine zweite Schiene der kritischen, aufklärerischen Überprüfung, dürfen aber, einer meiner Sprüche, auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist auch nicht geritten, dürfen also nicht dazu führen, dass wir jetzt sagen, okay, dann brauchen wir wieder feste Schemata und ganz gesicherte Verfahren, weil wir dann zwar auf der sicheren Seite sind, aber die ganze Durchlässigkeit in die intuitiven Sphären dann wieder zu zementiert ist. Also wir brauchen, was unten unter Punkt 5 benannt ist, eine verantwortliche Traumdialogkultur. Das heißt, es ist die einzige Sicherheit gegen Missbrauch ist nicht Festlegung von Normen, sondern lebendige, interaktive, kritische Dialogkultur. Und das bemühen wir uns sehr, zum Beispiel in unseren Weiterbildungsgruppen zu pflegen. Und was für uns im Organisationsbereich eine natürliche Herausforderung war, weil wir die Therapieverständniswelten dort nicht entfalten konnten, ohne dass die Leute sagen, und was soll ich jetzt damit im Unternehmen machen? Sondern die verlangt haben, dass das, was wir meinen an Wichtigkeiten, an Sinn, dass wir das kontextbezogen, rollenbezogen lernen zu konfigurieren, sodass es auf die richtigen Ebenen, in die richtigen, richtig gespielten Stücke und in die richtigen Rollen Eingang findet. Und das gehört zu unseren Hauptarbeiten der letzten 20 Jahre, dass wir vieles an Know-how aus der Psychotherapie heraus extrahiert haben, die ganzen Professionsgewohnheiten und Selbstverständlichkeiten der psychotherapeutischen Weltbilder relativiert haben und diese Gehalte dann neu auf die Organisationswelt, auf die Wirtschaftswelt bezogen haben, sodass sie dort nicht ein psychologischer Fremdkörper, sondern eine psychologische Essenz des professionellen Handelns sind. Ja, und daraus erschließt sich eigentlich jetzt schon, ich will nochmal sagen, was systemisch an der Sache ist. Bei dem System ist es immer so, dass es eigentlich eine neue Perspektive ist auf
mit der wir auf einen sehr reichhaltigen Erfahrungsschatz, der da ist, blicken. Und auch ich müsste an ganz vielen Stellen sagen, das ist nicht neu. Das ist nur neu komponiert, neu hinterfragt, neu betrachtet. Also was wir tun, und das Plädoyer habe ich vorher auch gerne gehört, ist, dass wir die narrative und intuitive Kompetenz aller Menschen stärken und dass wir helfen, sie aus ihren Berufsrollen mit ihren Berufsthemen, aus der Organisationswelt mit den Wirtschaftsthemen heraus zu stärken und nicht als Privatsache oder als Psychotherapie-Story stehen lassen. Und was wir darüber hinaus auch tun, sehr viel in der Traumarbeit, dass wir die Wirklichkeitserzeugung von Träumern und Dialogpartnern studieren. Denn mit Traum haben wir es immer im Zusammenhang eines Dialogs zu tun. Und das sind mindestens zwei, die da zusammen Dialog halten. Und die beiden haben beide ihre Arten der Wirklichkeitserzeugung, aus denen eine gemeinsame Story entsteht. Und wenn man sich erstmal klar geworden ist, dass es nicht die Deutung gibt und dass es auch nicht die mögliche Entwicklungslinien gibt, dann entstehen ganz, ganz viele Möglichkeiten für einen schöpferischen Umgang mit Wirklichkeit und eben auch mit einem schöpferischen Umgang Träume in verschiedene Kontexte zu stellen. Und wir machen zum Beispiel sehr häufig aktiv experimentelle Zusammenhangsübungen. Angenommen, dieser Traum würde etwas von der Situation hier in der Ausbildung Gruppe abbilden. Wie wäre der Zusammenhang? Oder angenommen, dieser Traum erzählt etwas über das gegenwärtige Stadium in deiner Berufsentwicklung. Wie wäre dann der Zusammenhang? Oder angenommen, dieser Traum erzählt etwas von der Organisationskultur, mit der du dich auseinandersetzen musst. Wie wäre dann der Zusammenhang? Das heißt, wir üben sehr aktiv Sinngebung und sinnvolles Stiften von Zusammenhängen. Und dadurch, dass sich viele Menschen gemeinsam damit befassen und sich in Dialogen üben, üben wir eben auch den Umgang mit Vielschichtigkeit von Wirklichkeitsverständnissen und Gestaltungen. Das ist wie im Hologramm. Es sind irgendwie immer alle Informationen drin, aber man kann von ganz verschiedenen Seiten reingucken und dann sind andere Dinge im Vordergrund und andere im Hintergrund, als wenn ich von einer anderen Seite reinschaue. Es begegnen sich in diesen Dialogen immer auch Wirklichkeitskulturen. Das ist jetzt aus unseren Lehrbüchern ein Kommunikationsmodell, nämlich das Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation. Also wir studieren immer auch, wie Deutungsgewohnheiten, Biografien, Kontexte, aus denen Menschen kommen, Strebungen, mit denen sie unterwegs sind, zusammentreffen, um gemeinsam eine Shared Reality, eine gemeinschaftliche Wirklichkeit zu erfinden und ob das gelingt. Und das lässt sich natürlich nicht alles mit analytischen Methoden machen. Das kann ich jetzt nur ganz kurz ansprechen. Für den Träumer kommt damit weit mehr rüber als allein der Dialog mit dem Inhalt des Traumes, sondern er merkt, dass er Gewohnheiten hat, was er erinnert und was er nicht erinnert. Er merkt, dass er Arten hat, von einer Traumerinnerung zu erzählen und was er weglässt, auch in der Selbsterzählung. Es gibt also Menschen, die erzählen immer nur Drama-Elemente in Träumen, obwohl die Träume ganz viel anderes enthalten. Das heißt, durch die Art, wie sie innerlich die Wirklichkeitsschichten verarbeiten, landen sie immer in ihre Gewohnheitswirklichkeiten, obwohl sie auch aus ihren Träumen heraus jede Menge Erfahrungen hätten, die sie weiterleiten könnten, genauso wie sie in der Außenwelt Erfahrungen haben, die sie weiterleiten können. Und am Beispiel des Umgangs mit ihrer Traumerzählung im Verhältnis zu dem, was man erfährt, wenn man genau nachfragt, was eigentlich im Traum erleben war, kann man deren spezifischen Stil, ihre Wirklichkeit gewohnheitsmäßig oder schöpferisch zu interpretieren, studieren. Und das schafft Verhältnisse, Wirklichkeiten, Wirklichkeitserzeugung zu verstehen, die sie in allen Lebensbereichen sehr gut verwenden können. Und natürlich lernen sie auch, dass die Bedeutung eines Traumes und einer Traumerzählung nicht nur in ihrem Prozess liegt, sondern in einer Gruppe, eben in dem, was in anderen wach wird und was sie wiederum spiegeln, wie sie das erfahren und wie man dann in der Beziehung damit umgeht und wie das dann wieder auf die Wirklichkeit weiter wirkt. Und auf diese Weise kann man vielschichtige Wirklichkeitsbezüge üben
Aufmerksamkeitsgewohnheiten identifizieren, Innen- und Außenwirklichkeiten verknüpfen, Traum- und Wachwirklichkeiten aufeinander beziehen, persönliche kulturelle Bedeutung, das haben wir vorher schon gehabt, und man lernt, intuitiven Impulsen kontrolliert zu folgen, das heißt, man redet darüber, die Resonanz wird einem deutlich gemacht, was aus diesen intuitiven Impulsen folgt. Auf diese Weise ist Lernen bezogen auf Spontanität und Intuition möglich. Und es entsteht das, was wir geläuterte Intuition nennen. Und es gibt auch eine geläuterte professionelle Intuition. Und das möchte ich dann eher zum Abschluss machen. Dass man sich steuert über eine professionelle, geläuterte Intuition. Und in dieser Intuition wird eben integrativ aus allen Hintergründen die gesammelte persönliche Lebenserfahrung reingeholt. Und wenn man lernt, dieses kollektiv Unbewusste, wie die Jungsche Psychologie das nennt, das Kulturwissen, das in einem steckt, das man oft genug nicht befragt, mit einzubeziehen, dann sind da so unendliche Welten, deren Komplexität wir eigentlich nur durch intuitive Selbststeuerung und durch intuitive Abstimmung untereinander steuern können. Und so hat jeder Einzelne die Aufgabe, Dialog in sich zu halten mit diesen Welten, und dabei helfen die Traumdialoge sehr. Aber es haben auch Kollektive, die zusammen Gemeinschaftswirklichkeit verstehen und gestalten müssen, die Möglichkeit, das, was in ihnen aufsteigt und was sie bestimmt, wie sie reagieren, untereinander auszutauschen. Und dazu braucht man eine Art von Achtsamkeit, eine Vertrauensbeziehung, und dazu braucht man eine Sprache. Und da gibt es diese bewusst methodische Ebene, ich habe auch also eine ähnliche Dualität, wie es im vorigen Vortrag genannt wurde, und das unbewusst intuitive. Und das Entscheidende ist, dass wir eine vielschichtige Kommunikationskultur entwickeln, in denen wir sehr achtsam und ohne die Kontexte, für die das relevant sein muss, und also nicht als wie Eric Byrne es genannt hat, Greenhouse, also das ist nicht so eine Treibhausatmosphäre, wo was ganz toll wird, nur wenn man das Dach aufmacht im wirklichen Leben, dann kann das nicht überleben, sondern dass wir sehr kontextbewusst, sehr wirklichkeitsbezogen mit diesen Ebenen umgehen und uns immer wieder darin üben, uns gemeinsam darauf zu beziehen. Was ich dann jetzt nicht mehr tun kann, aber ich kann dabei Werbung dann für den Workshop heute Nachmittag machen, ist einen solchen spontanen Dialogprozess anhand eines Traums in einem Weiterbildungsseminar morgen zu erzählen. Das andere Licht, wobei berührend daran eben ist, wie Menschen, die eigentlich in diesen Sphären nicht besonders gebildet sind oder ihr professionelles Selbstverständnis das zumindest noch nicht inkludiert, zu welcher Feinsinnigkeit und Vielschichtigkeit und Balance von bewusst methodisch und intuitiv schöpferisch sie beitragen. Und dann entsteht eine ganz andere Kommunikationskultur. Und wenn es ihnen gelingt, über Verfahren, wie ich heute Nachmittag darstellen werde, im nicht psychologischen Bereich, im Arbeiten mit Gruppen, mit Träumen, eine solche Atmosphäre zu erzeugen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dumm und unethisch handeln in Organisationen, wenn die Leute gleichzeitig Kompetenzentwicklung machen, einfach deutlich gemindert. Und das soll unser Beitrag dazu sein, eine humane Wirtschaftskultur zu entwickeln. Und dann höre ich an der Stelle auf und bedanke mich sehr. Dank, Bernd. Ach, ich höre dir immer so gern zu, Bernd. Und gerade diese Traumarbeit, so wie ich sie von dir kenne, ist so gehaltvoll. Und ich denke, das lohnt sich sehr, wenn man das auch noch weiter vertieft dann hier. Es ist so schade, dass wir jetzt halt von der Zeit her ein bisschen eingeschränkt sind. Aber ich denke, das ist schon mit ein Zeichen für die Qualität der ganzen Beiträge. Es würde sich immer lohnen, noch länger und noch länger
so zu machen. Das heißt, ich persönlich habe da jetzt gar nicht so ein Problem damit, dass wir jetzt im Moment etwas in der Zeit weiter nach hinten gekommen sind. Wir können da ja flexibel reagieren. Das heißt, auch der nächste Referent sollte durchaus seine Zeit haben. Dann machen wir halt ein bisschen, wir versklaven uns jetzt nicht so sehr an der Zeit. Diese Beiträge hier jetzt, die finde ich auch sehr ermutigend in der Hinsicht, was bis heute interessanterweise mir immer wieder begegnet, wenn ich diskutiere mit Kollegen im Psychotherapiebereich mehr über Traumarbeit, dass noch immer so offensichtlich missverstandene tiefenpsychologische Mythologien da sind, was bedeutet der Traum, als ob der eine Deutung hätte. Und das finde ich so schön bei dir, eben, da sind wir uns ja auch sehr wesensverwandt, dass eigentlich kein Phänomen an sich eine Bedeutung in sich selbst nur hat, sondern dass die Bedeutung halt gegeben wird von autonomen, kreativen Beobachtern, Entwicklern. Und dieser koevolutionäre, achtungsvolle und achtsame Aspekt da drin, der ist so schön in deiner Arbeit da wieder zu finden. Vielen Dank dafür. Vielleicht gibt es noch ein paar Fragen, auch trotzdem wir jetzt in der Zeit fortgeschritten sind, finde ich 2, 3 durchaus sinnvoll. Und dann mache ich radikal hier einen Schnitt. Vielleicht hast du so viel jetzt intuitive Prozesse angeregt, wo die Leute sich direkt oder indirekt, implizit möglicherweise mit ihren Traumprozessen beschäftigen, dass das jetzt sie so beschäftigt, dass sie gar keine Fragen mehr stellen oder so? Ja, im Moment ist es so. Na, dann verlagern wir das in den Workshop. Mir kommt es jetzt entgegen mit der Zeit. Vielen Dank für diese Kooperation. Dann bedanke ich mich nochmal sehr bei dir. Und, ja. Thank you.